Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ikarus. Ich bin Flex, wie immer schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, wir sind sicher zurück angekommen auf der Station und die Missionsbelohnung ist abgeholt. Ich würde sagen, wir springen rein in die Werkstatt und gucken mal. Ich möchte ja jetzt doch gerne uns mal die ersten Grundwerkzeuge hier freischalten. Ein bisschen was an Credits habe ich auch noch dazu verdient mit unserem zweiten Char, sodass wir uns jetzt einiges doch hier sollten leisten können. Gucken wir mal, das Messer hatten wir ja schon mal gelernt für 75. Jetzt brauchen wir also nur noch kaufen für 25. Das würde ich auf jeden Fall gerne holen. Das haben wir jetzt schon mal. Dann würde ich uns gerne doch auch holen, hatten wir ja geplant schon so hier die einfachen Grundwerkzeuge, einfache Spitzhacke. Einmal für 75 erforschen, einmal für 25 kaufen, sind nochmal 100 weg. Und hier das gleiche nochmal. 75 erforschen, 25 kaufen, sind nochmal 100 weg. Immer noch einiges über. Dann gucken wir doch gleich mal hier, was die Sauerstoffflasche kostet. Die kam ja von euch auch schon öfter in den Kommentaren rein als Tipp. Auf jeden Fall, dass die ganz, ganz lohnenswert ist. Und die können wir uns auch noch leisten. Dann hätten wir wirklich alles. Dann hätten wir von vornherein, wenn wir ankommen, kommen wir schon mit Axt, Spitzhacke, Messer, Wasserflasche, Sauerstoffflasche dann. Recht gut im Anzug, Rucksack vor allem. Da können wir uns noch keinen leisten. Die kosten schon Exotics. Ich würde sagen, das ist schon gut. Die Frage ist nur, ob wir jetzt ankommen mit einer vollen Flasche oder mit einer leeren. Wäre natürlich cool, wenn die schon voll wäre wenigstens. Aber die Wasserflasche ist ja auch leer, wenn wir ankommen. Wahrscheinlich ist die leer. Cool, wir lernen sie trotzdem. So, 200 kostet die Erforschung. Und dann jetzt nochmal für 75 eine hergestellt. Haben immer noch 250 Credits über. Dann könnten wir sogar noch hier hinten. Dann wäre natürlich alles weg, aber na gut, wir müssen sowieso irgendwann lernen, um hier die nächsten Bäume freizuschalten. Könnten wir also zumindest schon mal lernen. Bauen möchte ich ihn eigentlich sowieso nicht. Wir lernen den auch schon mal. Weg ist weg und gelernt ist gelernt. Wir haben ja unseren zweiten Char, mit dem ich immer nebenbei ein bisschen was verdienen kann. So, und um hier weiterzukommen, brauchen wir auf jeden Fall jetzt Exotics. Der sieht auch mal richtig cool aus, der Anzug. Das ist zweimal der gleiche. Naja, fast der gleiche. Hier haben wir Hitzewiderstand. Aha! Einmal für die Wüste. Einmal fürs Eisbiom. Würde ich fast den hier nehmen. Wenn ein von den beiden. Und dann mal gucken. Dann kommen wir hier oben hin. Und dann haben wir hier noch den, der uns dann zu den Bögen bringt. Das wäre eigentlich, glaube ich, eher der nächste, den wir anpeilen sollten. Den hier und dann in die Bögen rein. Okay, jetzt haben wir erstmal mal jede Menge Ausrüstung zusammen. Super, auf geht's in die nächste Mission. Neues Schürfgebiet, bin super, super gespannt drauf. Hab auch schon mal ein bisschen durchgeguckt, wo wir als nächstes hingehen. Ich denke, wir nehmen jetzt, hier waren wir jetzt zuletzt, Death Ray Scan. Jetzt würde ich gerne direkt weitergehen hier zum nächsten Knotenpunkt. Waterfall Expedition. Auch drei Totenschädel. Und ja, sieht aus, wenn wir dann wieder langsam ins Waldbiom kommen. Und weil hier über auch Payday Extraction ist, noch wieder so eine Exotics-Mission. Steht ja hier dabei, exotische Materie hier. Da bin ich dann auch sehr, sehr gespannt. Das heißt, dass wir als nächstes jetzt die hier angehen, um dann auch die freizuschalten. Würde ich sagen. Vor allem, weil wir jetzt da mal rauskommen aus der Wüste. Wir waren jetzt lange in der Wüste, dass wir dann mal in die Richtung des nächsten Bioms uns aufmachen. Ansonsten hätten wir hier unten noch gehabt. Nochmal ein Scan im Eisbiom. Ich schätze, das ist das gleiche, wie hier, was wir hier in der Wüste gemacht haben, dann eben nur im Eis. Ne? Searchlight Scan und Death Ray Scan. Einmal in der Wüste, einmal im Eis. Aber ich will jetzt hier weiter. Waterfall Expedition. Gehen wir rein. Biom verschiedene. Aha. Flusslande. Gibt es doch noch ein weiteres Biom? Außer Wald, Wüste und Schnee? Okay, müssen wir einen Weg in eine andere Region freimachen? Ob wir uns wieder irgendwo durchbohren müssen? Finde eine Route an den. Wir springen mal rein. 175 gibt es dafür. 7 Tage haben wir Zeit. So, Schürfgebiet beansprucht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir unsere ganze Ausrüstung mitnehmen. Sauerstoffflasche. Wird schon bald voll hier dann. Axt. Spitzhacke. Messer. Alles klar, Leute. Ausrüstung bestätigen. Auf geht's in
die Flusslande eventuell? Bin ich gespannt. Okay, auf geht's. Dauert ja mal einen Moment hier. Mal gucken, ob wir jetzt. Na, geht schon wieder etwas schneller. Mal sehen, ob der Ton jetzt gleich da ist oder nicht. Aber nicht, ist auch nicht schlimm. Bis jetzt sind die Mission ja nie. Also sind die abgestürzt, deswegen. Macht also nichts. So, Leute, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Der Ton ist zwar wieder gleich da. Okay. Wir kommen mit Krach runter. Finde eine Route an den Rand des Flussgebiets. Okay, ich bin gespannt. Vor allem gucken wir mal unsere Ausrüstung. So, Sauerstoffflasche ist leer. Okay, aber so ein Oxidator ist ja schnell gebaut hier, der einfache. Ansonsten haben wir unseren Rucksack schon mal auf dem Rücken. Haben dabei Axt, Spitzhacke, Messer und unser Modul. Alles klar. Oh, und wir sind in der Wüste. Okay. Am Rand der Wüste und da haben wir eine Markierung. Aha. Okay. Von der Beschreibung hört sich schon mal wie es an, als würden wir uns irgendwo einen Weg durchbohren müssen. Die Frage ist jetzt nur, wir haben nur eine Markierung, keine Kiste und nichts. Was finden wir das da alles vor Ort? Oder müssen wir uns nachher. Wir können ja einen Bohrer selber bauen, den ich ja schon mal ausprobiert hatte. Diesen Biospritbohrer. Und da kam von euch in den Kommentaren rein, dass man den irgendwann in einer Mission muss man sich selbst mal irgendwo durch. Oh, da kommt schon der erste uns entgegen. Der ist Puma. Gut, dass wir gleich bewaffnet sind. Dann komm mal her. Hat sich ja gleich schon gelohnt, das Messer zu kaufen. Okay. Ist das vielleicht die Mission, wo wir selber einen Bohrer herstellen müssen dann? Da müssen wir aber viel aufbauen. Den können wir erst recht spät bauen. Den Bohrer. Okay, kommen wir aber erstmal an. Kommen wir erstmal. Wir sind also nochmal in der Wüste. Guck mal, wo sind wir denn überhaupt? Oh, wir sind ja direkt. Wir sind ja direkt in der Nähe der Riesenhöhle. M5. Genau hier müsste die Felsformation. Das ist natürlich richtig gut. Oh, wie gut ist das? Das ist natürlich super. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Aber unser Ziel ist natürlich komplett in der anderen Richtung. Und wenn wir uns da vielleicht wirklich selber jetzt irgendwo einen Weg bahnen müssen, dann würde ich uns eigentlich lieber in der Nähe da, in der Richtung erst was aufbauen. Aber wir sind auf jeden Fall in der Nähe der Riesenhöhle. Könnte man als Startspot natürlich trotzdem ganz gut nutzen, vielleicht erstmal. Wir können ja mal in die Richtung gehen dann trotzdem, erstmal zum Anfang. Aber wir können ja erstmal ankommen sowieso. Ah, Leute, es geht wieder los von vorne. So, erstmal ein bisschen Sauerstoff klopfen. Den müssen wir ja erstmal noch so benutzen jetzt hier. Flasche erstmal noch an die Seite. Und erstmal ankommen. Erstmal ankommen. Bisschen Fasern sammeln. Noch müssen wir sie ja so sammeln. Müssen wir aber so oder so. Wir brauchen ja noch Stöcke auch. Na, ich höre schon den nächsten Puma. Da kommt er. Komm her. Unser Messer ist gut. Wow. Der hat nicht mal eine Chance gehabt, zuzubeißen. Ein Stich. Gleich erwischt. Sehr gut. Vielleicht sollte man sich mit dem Messer abmachen. Vielleicht sollte man es mit der Axt abbauen. Damit das Messer länger hält. Weil wir können die Sachen auf jeden Fall während der Mission nicht reparieren. Für die gibt es keine Werkbank. Ne, für diese aus der Werkstatt geholten Sachen. Die sind dann einfach auf der nächsten Mission wieder heile. Aber während der laufenden Mission kann man sie auf jeden Fall nicht reparieren. So, noch ein bisschen Fasern, ein bisschen Holz. Wir kommen erstmal an. Wären wir hier auf der Mission, muss man ja jetzt sagen, würde ich sagen, hätten wir wahrscheinlich jetzt unseren ersten Tod hier gefunden, ne, wenn wir nicht mit dem Messer gleich gelandet wären jetzt. Das erste Mal, dass wir direkt beim Aussteigen aus der Kapsel auch angegriffen worden sind. Sonst hat man eigentlich immer Zeit gehabt, so ein bisschen rumzulaufen und sich zumindest die ersten Sachen zu bauen. Gut, dass wir das Messer geholt haben. Weil gegen den hätten wir keine Chance gehabt, ne? Mit bloßen Fäusten. So ein Puma ist, glaube ich, nix. So, da drüben haben wir noch ein bisschen Sauerstoff. Den holen wir auch gleich nochmal.
Dann haben wir dort ein bisschen Wasser. Gleich mal die Flasche auffüllen. Dann bauen wir uns zumindest trotzdem erstmal den einfachen Bogen, weil den haben wir jetzt noch nicht aus der Werkstatt. Aber ist schon gut, mit allem anzukommen. Vor allem scheinen die auch recht haltbar zu sein, wenn ich das so sehe. Und die bauen auf jeden Fall gut ab. Das Messer ist auch stabil. Das ist mal eine Kokosnuss. Na? Schweinebande. Guck mal, was es auch für einen Abbauradius schon hat jetzt hier. Okay, der hängt ein bisschen im Boden fest. Wie schnell das auch geht im Vergleich zur einfachen Steinspitzhacke, die wir uns sonst gebaut haben. Super Sache. So, einen Bogen brauchen wir auf jeden Fall dann jetzt trotzdem. Erstmal auf der 3. Und sagen wir, wie viele Pfeile kriegen wir denn zusammen? Ja, nur 7 Stück, weil wir haben nicht genug Stöcker, ne? Nee, genau, wir brauchen erstmal Stöcker. So, Sauerstoff auffüllen. Wir brauchen auch gleich ein bisschen Schwefel, hatten wir doch auch hier drüben. Holen wir uns den auch schon mal. Na? Bist du auch schon wieder aufgeregt, weil es neu losgeht? Wir auch. Lassen wir uns Zeit, machen wir am besten eine XL-Startfolge hiervon. Warum nicht? Kommen wir in Ruhe an. Ich habe auch nicht gedacht, dass wir noch mal in der Wüste landen. Ich dachte, wir landen schon. Auf dem Bild sah es schon aus, wenn man im Waldbiom landet. Aber bei der Missionsbeschreibung stand dabei Biom verschiedene. Also kommen wir wahrscheinlich noch ins Waldbiom. Huch. Wir haben ja noch den einfachen Holzbogen. Ich würde sagen, wahrscheinlich überlebt er das sogar. So. Aber die wichtigsten Sachen haben wir schon zusammen. Können wir uns eigentlich gleich schon eine Werkbank aufstellen? Können wir sie schon lernen? Was fehlt denn noch für die Werkbank? Bisschen Faser. Kriegen wir zusammen. Können wir eigentlich schon die Knochensichel lernen? Ja. Yep. Einmal die Knochensichel gelernt. Sehr schön. Kriegen wir etwas besser Fasern gesammelt. Weil wir eigentlich auch dringend Holz brauchen für die Stöcker. Ja, also dringend Stöcker brauchen. So rum. Für die Pfeile. Hopp. Dann machen wir trotzdem erstmal so. Und ein bisschen was so. Man kann ja auch irgendwie Talent lernen, dass man, ne? Aber wir haben ja jetzt, kriegen ja jetzt keine Punkte mehr. Aber irgendwann soll man ja auch respecken können. Das wird super. Dann können wir unsere Punkte nochmal neu verteilen. Ich hoffe sehr, dass es mit einem der nächsten Updates rauskommt. Jede Woche kommt ja eins. Diese Woche rechne ich aber noch nicht damit. Aber ich hoffe dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche, dass dann... Oh. Ja, komm her. Vielleicht können wir dich ja nochmal auf diese Tanz halten. Nee. Und den kann man auch nicht so wirklich ausweichen. Wie den Bären zum Beispiel ein Stück drauf zulaufen oder so. Jedenfalls habe ich es noch nicht geschafft. Mal so ein bisschen probiert. So, wir haben schon mal alles zusammen für den Schlafsack. Super. Holen wir erstmal Wasser. So. Okay, Leute. Fasern noch ein paar mehr. Und ein paar mehr Stöcke. Ruhig alles erstmal abgrasen hier. Was ist denn der nächste? Ach nee, doch nicht. Zebra auf der Flucht, alles klar. Irgendwas schnauft hier ordentlich rum. Ach, noch eine Antilope. Kennen uns ja schon. Ne? Ist quasi eine Bekanntilope. So, Ab das Schweinchen noch geholt. Schweinchen. Ab diesem ollen Holzbogen. Kriegst du auch nichts erschossen. Vor allem Holzbogen und die einfachen Steinpfeile. Das reicht gerade so für die Hyäne. Sind die Pfeile alle. Na komm, gehen wir im Nahkampf ans Schweinchen. Mit dem Eisenmesserchen hier. Au, 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 au. Okay, geht noch. Das macht auf jeden Fall richtig ordentlich Schaden. Hat sich gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt, diese Grundausrüstung. So teuer sind die ja gar nicht. 100 Credits pro Gegenstand. Das geht. Okay, Leute, jetzt gehen wir mal Richtung Höhle hoch. Gucken wir, unsere Werkbank haben wir. Das reicht uns. Lösungsmittel bauen wir dann in der Werkbank. Hier vielleicht noch ein bisschen... kommt noch ein saures Schweinchen an. Hier sind aber jede Menge Schweinchen unterwegs. So, nehmen wir noch ein bisschen Holz mit.
Und dann gehen wir erstmal rüber. Das ist auf jeden Fall der Spot, wo es zur großen Höhle geht. Da sind eben auch keine Würmer drin. Da können wir uns da gemütlich erstmal eine Bergbank kurz aufstellen. Können uns da den besseren Schweinebande. Kommen sie beide? Keine Pfeile mehr. Wie ungünstig. Komm mal hier raufgehüpft. Ich glaube, Schweine sind. Wollte ich sagen, Schweine sind sehr geländegängig. Wie sie drüben runterpurzeln. So viel Schwung hier raufgestürmt. Haben uns aber gleich eine fiese Wunde verpasst. Sieht auch gleich aus wie eine tiefe Wunde. Ne? Ich glaube, wir müssen mal ein Nähset herstellen und einen Verband. Beides mal zur Probe. Oder könnte auch eine einfache Wunde sein. So, was haben wir denn? Nee, eine einfache Wunde. Reicht die normale. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Guck mal, eiskaltes Kannibalenschwein. Schnell genug. Noch erwischt. Vorher noch uns nochmal erwischt. Alles klar, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr so viele Schweine im Nahkampf besiegen müssen. Ah, die verwunden einen extrem schnell mit den Hauern. Gott, da kommt noch eins. Nee, Moment. Ich wollte gar nicht. Ich wollte. Au. Nimm alles. Nimm alles. Gib alles. Jetzt reicht's aber hier mit euch. Wir müssen eben mal kurz ein Stück weg von da. Kommt der Elefant auch noch an. Der ist aber nicht sauer auf uns. Nee. Ja, dann fresst sie alle auf. Wir brauchen das Fleisch eh nicht so dringend. Wir brauchen mehr das. Oh, das Fell und ein paar Steine. Oh Gott. Wo geht er jetzt auf den. Kämpft jetzt der Elefant gegen die Hyäne oder versucht die Hyäne gegen den Elefanten zu kämpfen? Versucht sie ihr Glück? Wir holen uns mal ein bisschen Stein, machen mal ein Lagerfeuer, grillen uns erstmal ein bisschen Fleisch durch. Können wir uns ein wenig heilen. Da ist so viel Schwein hier am Anfang. So, herstellen. Oh, nee, 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 da kommt schon irgendwas anderes. Jetzt reicht's aber hier. Lass uns erstmal kurz ankommen. So, Lagerfeuerchen. Oh, ja, 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 irgendwer ist sauer. Puma da unten. Gucken, ob er den Weg hier rauf findet. Sieht erstmal nicht so aus. Bin beruhigt. Sehr schön. Okay, dann bleiben wir kurz hier oben sitzen und brutzeln uns mal eben eine Ecke Fleisch. Dass wir uns auch heilen können. Schmeiß mal an. Das, das. Wie sieht Sauerstoff aus? Sieht gut aus. Puma kommt nicht hoch. Haben wir noch ein paar Stöcke, das ist super. Dann bauen wir uns noch mal gleich jetzt. Wo sind die Knochenpfeile da? Maximale Anzahl Knochenpfeile. Machen wir schon mal damit ein bisschen mehr Schaden. Und dann gehen wir gleich zur Höhle mit unserer Werkbank, bauen uns noch den besseren Bogen. Dann sind wir soweit schon mal ganz gut aufgestellt. Können wir da auch die ersten Erze wieder anfangen abzubauen, stellen die Schmelzer auf. Machen uns trotzdem, bereiten trotzdem auf Eisenwerkzeuge vor, weil die hier werden auf jeden Fall nicht die ganze Mission überhalten. So, zumindest Eisenwerkzeuge schon mal herstellen. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber trotzdem erstmal Richtung unser Missionsziel, weil ich keine Ahnung habe, ob wir nachher hier in der Mission selber einen Bohrer aufbauen müssen oder sowas. Verrücktes. Weil dann würde ich auf jeden Fall schon sagen, dass wir uns da in der Nähe am besten unsere Basis natürlich aufbauen, in der Nähe von unserem Missionsziel. So. Ist doch schon mal ein Happen. Und dann gucken wir, ob wir den Puma erwischen können. Geh mal auf Knochenpfeile rüber. Na? Pumanski. Oh, es ist nichts geworden. Jupp, den sind wir los. Kommt der nächste angeflitzt. Ah, mit den Knochenpfeilen geht das gleich schon viel besser. So, na, noch einer? Nee? Sehr schön. Das wegschmeißen, das essen. Das kann kurz ein bisschen durchbrutzeln. Wir sammeln hier unten mal ein. Hier nicht alle zwei Minuten neue angeflitzt kommen. Aus dem brauchen wir Knochenpfeile. So, komm her und... Vielleicht machen wir uns auch sogar mal eben. Machen wir auch. Knochen. Messer. Jetzt haben wir nicht mehr genug Knochen. Einen nochmal so abgebaut. Dann Knochenmesser. Dann nehmen wir Knochenmesser, um die hier klein zu hauen. Damit wir da nicht so viel von unserem anderen Messer verbrauchen.
Das ist besser. Das zum Häuten, das andere zum Abbauen. Sparen wir die Haltbarkeit. So, komm her. Du kommst mit. Und du kommst mit. Sind wir schon wieder gleich Level 67. Ach, naja, wir haben so viele Punkte noch über. Gucken, ob wir es überhaupt alle brauchen. So, Knochenmesser. Und sehr schön, das haben wir auch. Noch ein bisschen Holz rum. Uns die Schweine aufgehalten beim Weiterabbauen. Die Schweinebande. So, alles klar. Ab nach oben. Lagerfeuer, Fleisch. Wo war denn der Weg hier rauf? Hier. Hep. So, jetzt läuft es auch schon wieder ganz gut. Wo wir die ersten Pfeile haben, dann ist es schon ein bisschen sicherer, wenn wir die Tiere nicht alle an uns ranlassen müssen. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Deaktivieren, Feuerholz raus. Holzkohle wegschmeißen. Feuer einpacken. Ab zur Höhle. Zapp, auf geht's. So, müsste eigentlich nur hier rauf. Und dann hier rauf. Und dann links. Yep. Genau da. Das ist auf jeden Fall hier die Felsformation. Wir sind bei M5. Jede Menge Schweinchen unterwegs hier. Aber gut. Kriegen wir auf jeden Fall noch ordentlich Knochen zusammen. Und das könnte unser Level-Up sein hier schon fast. Da kommt noch eins. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich noch was gehört. Komm mit, nur auf, dass wir keinen Elefantenweg machen hier. Was macht denn ein Wolf in der Wüste? Das ist auf jeden Fall ein Wolfsheulen. So, nimm mit, das Schweinchen und das. Bleibst du friedlich. Hier, die sammeln wir übrigens auch ein. Gibt Holz und Baumharz. Komm mit. Eigentlich müsste sie hier... Mal gucken. Ja, da kommt wieder die blaue... dieser blaue Bereich auf dem Felsen hier, das ist, wo der Durchgang ist. Ja, wir sind genau da. Wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Letzte Mission zum Ende gefunden, jetzt direkt hier als Startspot. Halt, falsches Messer. Zumindest zum Ankommen erstmal. Aber ich würde dann schon sagen, wir gehen dann in Richtung Missionsziel. Oh, da ist noch eine kleine Höhle. Gehen wir jetzt aber nicht rein. Da ist mit Sicherheit Würmer drin. Wir gucken, was muss eigentlich genau hier jetzt gleich sein. Wir sind eigentlich schon genau da. Ist die zu diesmal? Nee, ne? Ja, wir sind noch nicht ganz um die Ecke rum. Wir müssen doch um die Ecke rum. Ist hier alles voll mit Hyänen. Ist überhaupt alles voll mit Tieren. Oh, knapp vorbei ist auch daneben. So, die haben wir alle erwischt. Gib mal den Pfeil her, weil das so viele sind. Wir sonst nicht vorwärts kommen, lassen wir die mal liegen und gehen erstmal weiter. So, ein Puma unterwegs hier. Weg mit dir, da hinten schleicht noch einer. Hier schleicht noch einer in der Ecke versteckt. Oh. Können wir die nicht treffen? Doch. Können wir. Oh, der Höhleneingang ist aber gut bewacht. Ich höre... Nicht, was heißt, kommt schon einer angeflitzt hier. Gib mal den Pfeil her. Ah, nehmen wir die doch mit. Jetzt haben wir hier gleich wieder so viel rumliegen, dass wir die nächsten anlocken. Komm mit. So. Zap, zap, zap. Auch. Ist das gut mit der Ausrüstung? Das ist super.
Das gewusst hätte ich die schon viel früher mal geholt, weil wir hatten ja schon öfter mal doch ein paar Credits und hätten die mal kaufen können. Ja, sind wir nicht hier? Doch, wir sind hier. Da ist sie doch. Und wir haben gar keine Fackel gebaut, ne? Wir brauchen auch mal eine Fackel. Brauchen mal ein paar Stöcke. Oh, das wird schwierig, die jetzt hier zu finden. Sollen wir mal ein Stück zurück? Manchmal liegen hier zwischen ja auch welche, aber ansonsten brauchen wir eben mal ein bisschen Grünzeug. Finden wir auf der anderen Seite der Höhle sonst. Hier oben ist nichts. Im Dunkeln können wir da nicht durchlaufen. Okay, gehen wir noch einmal ein Stück zurück. Ja, nochmal zurück. Den verseuchten wir schon wieder alles voller neuer Hyänen. Zurück durch den verseuchten Bereich. Oder kommen wir hier rum vielleicht einfacher? Oder wächst hier vielleicht noch irgendwo was? Ein paar Kakteen, die geben. Puma. Paar Kakteen, die geben doch auch hier Stöcke, oder nicht? Oder gaben die nur Holz? Laufen wir mal ein Stück hier hoch, gucken wir mal. Da ist doch schon eine Kakteen, hier auch. Fasern, Baumharz, Holz, die geben keine Stöcke. Nee, so ein Ärger. Da liegt mal ein Einzelner. Wie viel brauchen wir denn für eine Fackel? Ah, noch drei. Ah, Puma! Jetzt reicht's aber auch. Da hinten sehe ich grün, da laufen wir kurz hin. Holen wir uns eben mal schnell ein paar Stöcke. Wir haben ja Zeit, machen eine XL-Folge. Eine XL-Ankommen-Folge, dann haben wir auch Zeit. So, grüß dich. Schön friedlich. Wir sind auch friedlich. Dann bleibst du auch friedlich. Friedlicher Elefant. Oh, erstes Unwetter. Jetzt haben wir leichter Sandsturm. Das geht noch. So, das reicht für eine Fackel. Ab zurück in die Höhle rein. Und einmal gleich durch auf die andere Seite rüber. Zur Oase. So, guck, dass wir jetzt möglichst nichts abschießen, solange der Elefant in der Nähe ist. Ja, lauft man alle. Alles klar, sehr schön. Haben wir alles? Rein in die Höhle, einmal quer durch. Schon ein bisschen gucken, vielleicht finden wir ja Exotics. Die müssen wir dann auf jeden Fall sofort mitnehmen. Aber der Riesenhöhle müssen doch eigentlich hier drin sein, mal. Letztes Mal schon keine gefunden. Dann aber dafür jetzt. Schön ruhig. Hopp. Okay, dann laufen wir erstmal einmal durch. Schon Lagerfeuer? Ja, wir haben schon alles. Schlafsack haben wir noch nicht. Auch schon mal herstellen. Rüstung haben wir auch noch nicht, aber gucken wir mal. Dann machen wir gleich auf der anderen Seite. Erstmal Fackel an. Und rein in die Riesenhöhle. Wie cool, jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit hier. So, Kupfer, Kohle, Eisen, jede Menge. So, so cool hier. Ja, Wasser haben wir hier auch. Können wir noch ein bisschen was auffüllen. So, wie gesagt, mit Exotics würden wir auf jeden Fall, selbst bei der Beleuchtung hier, sieht man die ja leuchten. Na, schaffst du da rauf? Von der Seite nicht. Hopp, raus hier. Sieht aber so erstmal wieder tatsächlich noch nicht nach Exotics aus hier drin. Nee. Ich mal hier so ein bisschen drauf mit Anlauf. Hopp. Das schafft man nicht. Hopp. Nee. Naja, gut. Wir haben doch mal ein paar von den kleineren Höhlen. Ich glaube, ich laufe gerade wieder zurück jetzt auch erstmal.
Hier lang geht's weiter. Im Moment, jetzt laufe ich zurück. Yep, so rum. Kann man einmal im Kreis rum hier irgendwo in der Mitte. So, aber keine Exos. Dafür aber jede Menge von den anderen Herzen. Das sieht schon mal wieder sehr, sehr gut aus. Ah ja, hier bin ich eben einmal. Hier kann man einmal rumlaufen. Ja. So, Aluminium haben wir hier auch. Aber wie gesagt, wir machen uns hier nur die Grundausrüstung fertig und ziehen dann erstmal weiter. Lungenentzündung haben wir auch erstmal schon wieder. So, keine Exotics hier. Nee. Auch schon wieder eine absolut coole Lichtstimmung, weil draußen gerade der Sandsturm tobt. Schade, schade, schade. Das wäre jetzt schon cool gewesen, gleich zum Start hier welche zu finden. Aber kommt gleich im Laufe der Mission. Da ist auch nichts. Hier einfach nochmal Aluminium ordentlich. Auf jeden Fall ganz viel Kohle. Können wir gleich ein bisschen was von holen für unser Feuerchen. Brauchen wir das Holz nicht benutzen. Okay, sind wir wieder draußen auf der Seite. An der Oase. Kommt die Hyäne angewackelt. Super, okay, stellen wir uns hier drinnen. Ruhig ein bisschen weiter drinnen. Unser Lagerfeuer auf. Jetzt erstmal schön das Fleisch durchbrutzeln können. Können wir eigentlich noch ein zweites Lagerfeuer herstellen? Haben wir noch alles dabei? Nee, haben wir natürlich nicht. Gut, dann schmeiß erstmal noch ein bisschen Holz rein. Und alles Fleisch da rein. Das Gammelfleisch weg, zerstören. Dann stellen wir schon mal unsere Werkbank kurz hier neben. Und tak, tak. Bauen uns schon mal den besseren Bogen. Sehr schön. Und bauen auf jeden Fall gleich hier den Oxidator für unsere Sauerstoffflasche. Dann haben wir es nämlich auch schon erledigt. Super, Langbogen rein. Der Holzbogen ist Schrott. Weg damit. Wir haben den Oxidator. Da ist er. Komm her. Stellen wir auf der Seite hier daneben. Hopp. Sauerstoff rein, Schwefel rein, Sauerstoff aus dem Anzug da rein. Sehr schön. Also Schwefel da oben mal raus, ist nicht so gesund. Ist was. Alles klar, wir räumen mal alles in die Werkbank. Für einen Überblick. Alles da rein, außer das Fleisch. Gehst du mal wieder hier hin? So, okay. Wir tauschen mal ein bisschen aus. Hier Verbände nach hinten, Fackel nach hier vorne. So, so, so. Das direkt nebeneinander. Sieht gut aus. Reparieren. Okay. Halt. Schlafsack raus. Ruhig für den Moment mal hier hingelegt. Zwar einen Spawnpunkt haben, falls was schief geht. So. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Oxid, da passt einiges rein. Ach, sehr schön, wieder den Langbogen und Knochenpfeile. Was wollen wir mehr? Das hier. Ach, falsches Messer. Falsches Messer. So. Ja, ja, Schweinchen, hab dich gesehen. Oh, ein Puma nicht direkt daneben. Ganz einträchtig. Bisschen über den Kopf. Oder so. Jetzt muss ich erst wieder umgewöhnen. Zu lange den Gammelbogen benutzt. Okay, doch, die haben wir auf jeden Fall genug Material gleich, um uns noch unsere erste Faserrüstung auch zu bauen. Der Knochensichel. Kriegen wir genug zusammen. Dann noch ein paar Stöcke müssen wir aber auch so sammeln. Wir können euch mal gucken, was die Zimmermannswerkbank kostet. Aber ich glaube, die kostet schon Kupfernägel. Weil können wir ja auch schnell herstellen. Oh, olle Lungenentzündung. Wieder kaum Ausdauer. Hopp, hopp.
Trotzdem super guter Start mit den Startwerkzeugen hier. Das ist schon richtig was wert. Hat sich richtig gelohnt, dass wir die geholt haben. So, ein bisschen so und ein bisschen so. Schweini, Schweini. Schön ruhig. Jetzt haben wir 11 Stück, haben wir schon wieder 13 erst. Ist ja gar nichts. Okay, sagen wir erstmal noch ein bisschen. Hier haben wir ja genug. Oh, 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 oh. Drüben ist ja auch noch alles voll. Können wir erstmal so machen. Um noch ein paar Pfeile wiederherstellen zu können, einfach. Was war das denn? Was habe ich denn da jetzt gesammelt? So, okay, erstmal wieder rein. Sauerstoffflasche holen, alles auffüllen. Dann gucken, dass wir den Schmelzofen gebaut bekommen. Da brauchen wir viel mehr Stein. Ich glaube, kostet 80 oder 100. Eins von beiden. Bau ab hier. Ab. Ab. Spät, 17 Uhr. Ja. Wird auch gleich dunkel. Bringen wir die erste Nacht gemütlich hier in der Höhle erstmal. Wo ist der jetzt unterwegs? Ich glaube, hier vorne hatten wir auch Fische im Wasser, ne? Ich versuche noch ein paar Fische holen. Haben wir schon mal einen doppelten Buff. So, reicht hoffentlich erstmal. Fackel an. So. Füllen noch ein bisschen auf hier. Oh ja, da passt ordentlich was rein an Sauerstoff. Das sieht schon mal gut aus. Dann schmeiß mal Steine hier rein. Schmeiß mal wieder alles hier rein. Erstmal kurz. So. Das da rein. Essen. Alles klar. So, wir können Häutungswerkbank. Nee, ich möchte die Zimmermannswerkbank haben. Fehlt ein bisschen Holz, fehlen Seile. Vielen Kupfernägel. Alles klar. Und die Schmelze. Fehlt nichts mehr. Herstellen eine Schmelze. Dann ein bisschen Eisen, ein bisschen Kupfer einschmelzen. Amboss herstellen, Kupfernägel, Zimmermannswerkbank. Können wir genug Stöcke machen. Dann machen wir uns genug Munition. Und dann machen wir uns auf den Weg. Lassen die Sachen dann aber hier stehen. Können wir uns dann da vor Ort nochmal neu aufbauen. Achso, müssen wir erstmal ausnehmen. Vor Ort nochmal neu aufbauen. Außer die einfache Werkbank, die nehmen wir vielleicht mit. Und den Oxidator. So, hier hin mit dir. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Erze und Kohle. Ah, hier haben wir schon Kohle. Zack. Sehr schön, Leute. Läuft gut. Und macht wieder Laune anzukommen. Ist einfach jedes Mal gut. Weil es jedes Mal ein bisschen anders ist. Und erst recht jetzt mit unseren Startwerkzeugen geht es auf jeden Fall so viel besser. Und ohne hätten wir es auch nicht geschafft. Da wären wir es erstmal gefressen worden jetzt. Der Puma hätten es auf jeden Fall erwischt. So. Zack, zack. Schmeiß mal hier 30 rein. Und hier tausch mal aus. Holz gegen Kohle. So. Holz hier rein. Alles klar, das sieht gut aus. Wir holen Eisen. Da war ja hier vorne jede Menge. Gleich am Eingang. Super. Dahin, dann sehen wir auch ein bisschen was. Dann bauen wir den Amboss. Mit dem können wir dann die Nägel machen. Eisenwerkzeuge schon mal auf Reserve. Bleibst du schön da draußen, Schweinchen, ne? Willst du auch hier drin in der Höhle? Kriegst du neue Lungenentzündung. Bleib mal schön da draußen. Ist viel sicherer für dich. So, komm her. Hopp.
Das noch. Und dann reicht es auf jeden Fall schon mal für den Amboss. 80 Eisenhammer. Das ist schon mal der Amboss. Das wäre jetzt schon mal die Spitzhacke noch oben drauf. Für mehr reicht es dann erstmal nicht. So. Schmelze. Eisen rein. Anschmeißen. Als nächstes brauchen wir Kupfer. Ha, da haben wir doch schon was. Aber wieder Stöcke sind hier sonst Mangelware. Da kommen wir echt sonst zu wenig ran. Da können wir uns keine Munition mehr herstellen. Deswegen ruhig gleiche Zimmermannswerkbank machen, damit wir erstmal einen ordentlichen Schwung an Stöcken herstellen können. Und am besten gleich 100 Knochenpfeile oder ein bisschen mehr machen, dass wir da nicht mehr so schnell nachproduzieren müssen. So, ist das? Ne, es ist keins. Das ist Aluminium, das ist Eisen, 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 Gold, Alu, Kohle, Eisen, Eisen, Eisen. Kupfer. Ah, Luft holen. Wahrscheinlich kaum die Lungenentzündung gleich wegkriegen, weil ich die nächste. Oh, ist zu kalt. Können wir nicht mehr arbeiten? Ja, ist zu kalt. Ausdauer holt sich jetzt gar nicht mehr. Nee. Müssen erst so ganz Feuer. Hier ist eine, wo wir im Wasser stehen geblieben sind, wo wir nicht mehr rauskommen, nicht mehr springen, nicht einen Schritt mehr gehen. Lungenentzündung, im Untergrund und dann im Wasser stehen. Ging dann nichts mehr. So, was bisschen Kupfer kann hier schon mal rein. Wir wärmen uns ein bisschen auf. Können wir uns eigentlich jetzt ein zweites Lagerfeuer auf? So ist ja alles hier reingeschmissen an Baumaterial. Nee, können wir auch nicht. Oder können wir uns ein zweites Lagerfeuer hier reinstellen? Nee, geht aber auch so. Best legen wir uns einfach mal ins Bett. Dann haben wir auch wieder Tageslicht. Es ist auch nicht ganz so kalt in der Höhle. So. Das dauert ja eine Weile. Und das ist dafür fertig aufgeladen. Super. Gib erstmal das ein bisschen raus hier. Soll ich gleich unsere Flasche wieder leer machen? So, okay, Leute, da müssen wir uns erstmal keine Sorgen mehr, würde ich sagen, um Sauerstoff machen. Und um Wasser ja sowieso nicht. Und naja, um Essen ja eigentlich auch nicht, ne? So. Alles klar. Auf geht's. Wo war es jetzt? Hier um die Ecke irgendwo, ne? Hier. Hopp. Nochmal Kupfer. Das müsste dann auf jeden Fall auch schon reichen für die Zimmermannswerkbank. So, noch ein bisschen Eisen dazu. Ah, sehr schön. Und das ist natürlich eine super Startposition, die wir hier erwischt haben. Gleich wirklich alles, was wir brauchen. Hier könnte man natürlich jetzt auch komplett top aufbauen schon. Aber wie gesagt, ich habe Sorge, dass wir nachher da wegen diesem Zusatz, dass er gesagt hat, dass es da keinen Weg gibt und dass wir uns einen Weg schaffen müssen. Deswegen möchte ich halt lieber da erstmal in die Nähe gehen und gucken, was da auf uns wartet an dem Spot und ob wir da eventuell wirklich selbst einen Bohrer bauen müssen. Weil dann wäre es ein bisschen weit, das alles hier aufzubauen und dann dahin zu schleppen. Oder so, das dann lieber da vor Ort aufbauen. So, Fackel kurz mal hier hin. Eisen nochmal hier rein, Kupfer hier rein. Alles klar, das sieht gut aus. Und wird auch schon Zeit. Die Spitzhacke ist gleich durch. Dass wir die ersten Eisenwerkzeuge bekommen. So. Alles klar, läuft ja aber soweit super. So, unserem Start hier. Das dauert noch ein Momentchen. Wir holen eben noch mal ein paar Fasern. Weil wenn wir jetzt gleich die Zimmermannswerkbank haben, dann können wir hier draußen alles mit der Knochensichel abarbeiten. Da können wir uns nämlich unsere Faserrüstung wenigstens herstellen. Dass wir irgendeine Rüstung haben. Ein bisschen Schutz bietet die auf jeden Fall auch. Beschwer ich nicht so viel. Ist doch gar nichts los hier. Ist doch alles friedlich. Wollen doch gar nichts von dir. Schläft da oben, oder? Aber das ist das Einzige, was wir nicht weggeräumt haben. Ich glaube, es macht ein Nickerchen. So, das Kö. Oh.
Gut, auf den jetzt schießen wir wahrscheinlich alle wild, ne, oder? Zumindest den noch. Und da kam ja noch was angelaufen. Oder vielleicht auch was weggelaufen. So, komm her. Du kommst mit. Ja, wir haben uns schon wieder gleich den nächsten Lungen zu richtig eingefangen. Der nächste Timer läuft schon wieder runter. Oh, die nächste Jene kommt schon wieder angeschlichen. Die Wüste ist aber auch so voll mit Tieren. Da kommt das Schweinchen. Wir gucken, was da los war. Oder trinkt's? Der will nur einen Schluck trinken. Alles klar, trink einen Schluck. Gut, dass ich vorbeigeschossen habe. So. Döp, 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 döp. Du auch noch mit weg. Was sind das für Schmatzgeräusche da? Ah, ah, ah. Soll das jetzt? Jetzt kommen sie wieder, die ganze Schweinebande kommt wieder an. Einer ist noch da. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da ist wieder keine Pfeile mehr hier. Aber gut, wenn wir die Werkbank gleich haben, haben wir genug Pfeile. Knochen haben wir auf jeden Fall schon mal genug jetzt. Autsch. Knochen haben wir auf jeden Fall genug. So. Fleisch auch. Können wir gar nicht alles mitnehmen. Können überhaupt nicht alles, sowieso nicht alles mitnehmen, was wir jetzt gerade gesammeln. Es ist aber auch extrem. So, das war's für unser Knochenmesser. Aber gut, haben wir wenigstens ordentlich Vorräte. Können wir uns genug Munition herstellen. So, komm her. Wir kommen ganz gemütlich an. So, du noch. Und dann haben wir's. Zurück in die Höhle. Nicht, dass unsere Lungenentzündung noch aufhört. Dass sie noch ausheilt. Schnell zurück, bevor sie ausgeheilt ist. Schnell wieder rein, damit wir uns gleich die nächste holen. So. Hier stapelt sich schon das Fleisch. Und wir schmeißen noch was auf den Grill. So, komm mal raus. Komm mal raus. Geh mal dazu. Das hier schrotten. Okay, sehr schön. Dann stellen wir uns mal unsere Rüstung her. Ja, herstellen das und das und das und das und das noch. Sieht gut aus. Dazu noch gleich ein Verband. Zwei Nähsets. Haben wir alles. Ah, für Nähsets reicht es nicht mehr. Na gut, schmeiß alles rein hier. Und dann mal alles ein bisschen sortiert raus. Alles Leder raus, alle Knochen raus. Das, 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 das. Alles mal raus. So, Leder rein, Knochen rein, Fasern, Holz, Fell, Stöcke und die Sachen, die einzeln rumfliegen. Sehr schön. Schon wieder ein Überblick. Zack. Knuspern. Ich kann auch mal weg hier. Wir haben viel zu viel davon. Weg damit. Wie sieht's hier aus? Wir sind noch beim Eisen. Hatte ich nicht irgendwo hier... Ach nee, Moment, hat man noch gar nicht gebaut, ne? Das war ja der Plan. Der Amboss muss gebaut werden. Wo ist er denn? Ach da. Steine fehlen. Ich schmeiß mal die Eisenbarren hier rein. Hol mal ein bisschen Stein. Gucken, ob wir einen Schritt raus machen können. Aus der Tür? Nee, können wir nicht. Ranz, Ranz hat der nächste gelaufen. So, noch einer? Nein? Okay. Ich kann keinen einzigen Schritt rausmachen. Aus der Höhle, ohne dass da was angerannt kommt. Vielleicht weil jetzt hier aber auch schon so viel rumliegt und weil hier schon so viel los war. Kommt immer mehr hierher.
So. Dopp. Kurz mal durchschnaufen. Naja, vielleicht bauen wir auch noch die Steinmetzbergbank. Die können wir auch noch schaffen. Und dann können wir uns auch gleich wieder Steinbauteile fertig machen. Können wir uns auch wieder ein Steinzelt bauen. Die bleiben wir jetzt erstmal liegen. So. Amboss. Herstellen. Super. Läuft gut. Amboss, Eisenbarren raus. Amboss raus. Dahin rein damit. Sehr schön. Da können wir uns jetzt die ersten Eisenwerkzeuge dann gleich herstellen. Gib mal ein bisschen was raus. Wir brauchen ein bisschen Holz in der Tasche. Wir brauchen ein bisschen Leder in der Tasche. Wir brauchen ein bisschen Stöcke und Fasern in der Tasche. So. Dann können wir hier zweimal reicht erstmal. Zweimal Nägel herstellen. Super, dann steigen wir um auf Eisenspitzhacke. Eisenaxt. Und bauen wir zumindest schon mal alles. Und die Spitzhacke brauchen wir auch schon. So, alles klar. Die bleibt hier. Das kommt mit, das kommt mit. Jo, alles klar. Dann die Sachen wieder komplett hier rüber. Und das auch erstmal kurz hier rüber. Noch für den Moment. So, wie sieht's aus? Kupfer wird eingeschmolzen. Sehr schön. Gib mal her. Und Kupfernägel. Wo ich... alle brauchen wir gar nicht. Machen wir 120, brauchen wir, glaube ich. Herstellen. Und hier gleich mal ein paar Seile dazu. Hopp. Und dann haben wir auch schon die Zimmermannswerkbank gleich. Und für die hier brauchen wir nur Eisennägel auch gleich. Für die Steinmetzbank haben wir alles. So. Da ist sie. Ja, fehlen nur die Seile und die Nägel. Sehr schön, Leute. Läuft, 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 läuft gut. Läuft so, dass es gleich dreimal läuft. Okay. Ich würde sagen, wir holen noch mal ein bisschen Fisch auch, dass wir auf jeden Fall den doppelten Buff haben hier. Hier gab es also schon erst, hier gab es auf jeden Fall welche, ne? Hier gab es welche. So. Den haben wir schon mal. Wahrscheinlich gibt es auch gleich ein paar Piranhas, die noch vorbeikommen. Dass jetzt hier nur ein Fisch drin war. Nee, da kommt auch schon ein Piranha auf uns zu. Sehr schön. Halt, die Pfeile würde ich gerne mitnehmen. Da ist noch ein dicker Fisch. Und noch ein Piranha. Sehr schön. Das wird da auch nochmal am besten ruhig 20 Stück zusammenbekommen, dass wir so einen ganzen Stack voll haben. Wir uns auf den Weg machen. Hep. Ich höre schon wieder was hinter uns. So, du kommst mit und... Ja, warum man das schon gleich erwischen kann. Ja, komm her. Wo ist das Piranhas? Kommt her hier. Hier sind keine. Können wir ihn so erwischen? Schwimm schneller! Ja. Oh super, da brauchen wir gar keine Pfeile einsammeln. Dann machen wir das so. Da noch einer. Sehr gut. Die können wir so erwischen. Schwimm, 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 schwimm. Ah, knapp vorbei. Okay, wie viel haben wir? 12. Ein paar noch. Da, Piranha. Ach, schmeißen wir die erstmal aufs Feuer, bevor die vergammeln. Die gehen ja so, gammeln ja so schnell weg, die Fische. Uah, raus! Werden verfolgt? Ich höre dich.
So. Okay. Läuft der aber soweit ganz gut, wie wir ankommen? Sehen wir die auch nochmal mit hier, bevor die nächsten anlocken kommen. Weg ist weg. Läuft gut. Und macht absolut wieder Laune. Jedes Mal wieder neu. Das Ankommen macht jedes Mal wieder neue Laune. So, ja, schmeiß noch ein bisschen Fleisch drauf. Gammelfleisch stapelt sich schon daneben. Komm mal raus hier. Das hauen wir alles weg. Zerstören. Noch ein paar Kupferbarren können wir hier, nee, hier in den Amboss rein damit. So, Nägel rüber. Zack, zack. Zimmermannswerkbank. Herstellen. Super. Stockproblem ist gelöst. Munitionsproblem ist gelöst. Wir haben noch 7 Pfeile. Gleich mal rübernehmen. Leder, Knochen, Knochen, Knochen. Leder. Werkbank. Bisschen Stöcke. Holz müssen wir gleich nochmal neu holen. Okay, dann einmal die hier drüben hin. Hopp. Alles klar. So, dann können wir Munition herstellen. Alles verbraten an Stöcken, was wir haben. So, und hier auch vielleicht mal das rohe Fleisch austauschen gegen den Fisch. Dass er den erstmal durchbrät. Okay, Leute, soweit. Sieht das sehr gut aus mit unserem Start. Ich würde sagen, wir müssen langsam zum Ende dieser Folge kommen, auch wenn es eine XL-Folge ist. Aber wir sind schon wieder auf dem Weg zu einer Folgenlänge von 1 Stunde, wenn ich meine Uhr hier richtig im Auge habe. Und ich denke, das passt zum Ankommen. Wir haben auf jeden Fall uns schon gut vorbereitet. Und wir haben natürlich auch Glück, dass wir hier gleich an diesem Spot jetzt hier gestartet sind. Total cool. Letzte Folge wirklich noch, letzte Mission noch zum Ende entdeckt oder letzte Folge halt auch entdeckt und jetzt hier gleich als Startposition und dann mit der Grundausrüstung. Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da auf uns wartet. Kein Durchgang. Lassen wir uns überraschen. Wie gesagt, ihr Lieben, bitte bespoilert mich bei sowas halt immer nicht. Ne? Also nichts in die Kommentare schreiben. Ich will da schon selber gucken, was da auf uns wartet. Und im schlimmsten Fall dann total überrascht sein und nicht vorbereitet. Aber gucken wir. Wie gesagt, ich möchte uns hier jetzt nicht aufbauen. Wir werden schon näher rangehen. In der nächsten Folge würde ich sagen, nehmen wir, packen wir hier zusammen, was wir zusammenpacken, was wir brauchen. Und ziehen dann rüber Richtung der ersten Markierung. Und gucken mal, was da überhaupt auf uns wartet. Ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen, würde ich mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zu gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo. Da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten bleibt nur zu sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.